Und wir sind jetzt gleich Hackisch Markt, kommen wir vorbei, haben also schon mal so irgendwo das erste Viertel der Strecke weg. Und ja, unser Mikrofon ist immer noch offen. Was? Links kommt nochmal. Ich war schon mal da, ich bin der Sebastian und ich finde es eigentlich lächerlich, dass man sich um sowas streiten muss. Habe ich ein Recht zu leben? Ja, so ist es. Habe ich ein Recht, frei zu leben? Habe ich ein Recht, menschenwürdig zu leben, mich daran zu erinnern, dass ich ein Stück Natur bin? Und vielleicht sogar noch ein besonderes. Besonders darf ich ja auch nicht sein. Ich darf ja nicht Hüter der Erde sein. Nein, ich muss mir die Erde untertan machen. Und da frage ich mich, was muss man darum streiten? Wie frei sind wir denn, dass wir darum streiten müssen, eine Existenzgrundlage zu haben, die wir uns gegenseitig gewähren? Da hört es bei mir manchmal auf mit dem Verständnis, da werde ich dann auch aggressiv und denke irgendwie so, ob der Gysi mal drüber nachgedacht hat, einen Stein zu werfen oder einen Molly, oder ob das irgendwie legitim ist, aggressiv zu werden gegen Leute, die anscheinend wie bei Herr der Ringe der dunklen Seite dienen. Irgendwie darf ich denen denn wehtun? Wo fängt Gewalt an? Wo hört sie auf? Und ich finde, das Grundeinkommen ist ein sehr schönes Zeichen, ist ein sehr schönes Signal dafür, dass wir sagen, wir nehmen unsere Macht in die eigenen Hände, wir sind frei und wir sind Hüter dieses Planeten. Wir sind ein Stück Natur und wir sind hier, um irgendwie, wenn irgendwelchen Regeln, dann doch den universellen Regeln zu folgen und nicht 3 Meter Gesetzestexten, irgendwie 3 Regalmeter Gesetzestexten in diesem deutschen Staat, wo Angela Merkel eigentlich nur der Blasehase von Obama ist, irgendwie, da frage ich mich doch, ist das, was wir meinen mit Freiheit irgendwie? Und ich glaube, das ist es nicht. Also ich glaube, wir sind schon dazu da, unser Recht wahrzunehmen, verstanden zu werden und lieben zu dürfen. Und es kotzt mich an, wenn ich die Cybertribe-Vision lese von dem Wolfgang Sternig. Hier mal Hochachtung und Respekt an diesen Mann, ne? Und auch an diese beteiligten Kreise. Es kotzt mich an, wenn ich sehe, es gibt nur noch temporäre autonome Zonen. Es kotzt mich an, wenn ich sehe, es gibt nur noch temporär irgendwie Zonen, in denen wir als freie Menschen getragen von Liebe leben dürfen. Weil soweit wir uns das irgendwo aufbauen, und sei es jetzt in Brandenburg, im Löwenburger Land oder sonst wo, macht man uns das wieder kaputt. Und ich weiß nicht, was das soll. Also ich denke oft der Herr der Ringe, und diese Geschichte beschreibt teilweise viel klarer, was wirklich los ist mit unserer Realität als dieses Konsens Motherfuck irgendwie so, diese Realität. Ich mache noch 2 Sätze, dann bin ich auch fertig. Ich denke, diese Konsensrealität, die kritische Masse ist längst da, der 100. Affe ist längst erreicht. Wir sind wach, wir sind gut informiert. Und wenn man nicht ständig unser kollektives Bewusstsein ficken würde durch diese Massenmedien, dann hätten wir schon andere Zustände. Die Frage ist, was können wir tun? Weitermachen, denken. Ja, ich denke, jeder kann sich da einbringen und weitermachen. Und jeder so, wie er es für richtig hält. Und was du kurz angesprochen hattest, die Gewalt. Es ist die Frage, ab wann Gewalt legitim ist, denn wenn man sieht, wie Hartz-IV-Empfänger regelrecht in die Verzweiflung und im schlimmsten Fall auch in den Tod getrieben werden, ist die Frage, ab wann darf ich mich dagegen auch mit Gewalt verteidigen. Das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt und andere Menschen. Aber wir wollen noch viele andere zu Wort kommen lassen.